Jo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Mod-Menü bekommt. Zu diesem Mod-Menü könnt ihr euch Geld geben, so viel ihr wollt. Ihr könnt Fahrzeuge spawnen, ihr könnt Moneygun machen, Aimbots, alles wirklich heftige Sachen. Deswegen schaut das Video bis zum Ende. Ihr könnt euch da wirklich alles spawnen, was ihr halt wollt. Und ja, dann schaut das Video an. Links zum Mod-Menü, Downloads für PS4, Xbox und PC. Sind alle in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, gleich noch ein Intro, zeige ich euch, wie ihr das Ganze downloadet. So, um das Terror Mod Menü für PC zu downloaden, einfach kostenloser Zugang, dann entdecke interessante Artikel, dann könnt ihr es schon wegdrucken und klickt nichts von den Sachen an. Ich bin mir jetzt sicher, es kann gut sein, dass das Viren sind. Einfach nicht anklicken, die ganzen Sachen. So, dann druckt es weg und könnt es weitergehen, wenn ihr PC seid. Dann könnt ihr euch da Download, also zum Mod-Menü, könnt ihr euch da das Mod-Menü downloaden. Wenn ihr auf PS4 seid, oder wenn ihr dieses Mod-Menü auf PS4 haben wollt, geht es hier Arbeiter, also geht es über einen PS4-Link und also das gleiche wie Xbox, also Xbox und PS4 ist gleich zu machen. Hier geht es auf den Link für die Plattform, was ihr halt haben wollt. Dann geht es ja Download zum Mod-Menü. Und wenn ihr das dann macht, werdet ihr so landen. Das ist bei PC, PS4, bei allem gleich. Wenn ihr jetzt halt auf der PS4 seid, müsst ihr das da oben abschreiben, also ihr müsst jetzt dann, also wenn ihr am Handy seid, weil es am besten macht es über das Handy, dann seid ihr dann da. Und dann geht es ja in PS4 oder Xbox in euren Browser, ne? Also in Google auf der PS4 oder Xbox und schreibt diesen Link ab. Wenn ihr am PC seid, könnt ihr einfach da auf Download klicken und downloadet das. Auf PS4 tippt ihr den Link dann, also erst den Link. Also wichtig, den PS4 oder den PC-Link nehmen und dann das in euren Browser reintun und dann downloadet ihr das über die PS4. Dann Datei einmal speichern, auf PS4 ist das dann automatisch gespeichert, braucht ihr dann gar nichts mehr machen. So, wenn ihr es gespeichert habt, geht es einmal in GTA eine. Achso, und noch kurz vorher, das ist mein Virenprogramm, kennt vielleicht ein oder andere, ist eigentlich einer der besten Virenprogramme, die es so gibt, und da ziehe ich jetzt einfach mal das Mod-Menü ein, dass ihr wirklich seht, dass da kein Virus drauf ist. Ihr seht, keine Bedrohung gefunden, das heißt, ihr könnt es ganz normal öffnen, braucht keine Angst haben. So, der nächste Schritt ist einmal, ihr sucht euch dieses Terror-Mod-Menü einmal aus, die Exe davon, und öffnet es die ganze einmal. Und ihr dürft es da, weil geht ja nicht geöffnet haben. Ich muss kurz GTA mal wegalterfieren. So, also, dann könnt ihr dieses Menü installieren und wenn ihr auf PS4 oder Xbox spielt, könnt ihr diesen Schritt wegmachen. Da ist es automatisch schon mit GTA verknüpft. Das heißt, ihr braucht da gar nichts mehr machen. So, dann geht es ja auf Install Menü. Dann installiert ihr das Ganze mal. Wenn ihr es dann installiert habt, müsst ihr noch das Ganze in euren GTA Speicherplatz reintun. So, wenn ihr es dann installiert habt, wird einfach da OK stehen. Wenn nicht bei euch OK steht, dann kann noch sein, dass ihr das mit euren GTA Ordner verknüpfen müsst, also dann wählt ihr einfach den GTA Ordner aus, aber es wird dann eh genau beschrieben. Dann drückt ihr und könnt ihr das Ganze wieder wegklicken und jetzt könnt ihr dann in GTA eingehen. So. Wenn ihr dann in GTA drinnen seid, das Mod-Menü öffnet ihr mit der Stern-Taste. So, jetzt ist wichtig, egal auf welcher Plattform ihr das jetzt spielt, ihr geht erst in Story-Modus ein. Also ihr müsst GTA über den Story-Modus starten. So, also dann gehen wir weiter. Teleport-Option, Sommer, Vehicle-Spawner. Ihr könnt euch da wirklich jedes Fahrzeug her spawnen, was ihr halt so wollt. Ja, würde halt nicht in einer öffentlichen Sitzung machen, wenn ihr das Fahrzeug spawnt, weil, ja, sonst reportet euch noch jemand. Aber ihr könnt es natürlich ja irgendwo
einen Report-Blocker reintun. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist. Sucht es einfach selbst durch, dann könnt ihr einen Report-Blocker reintun, dass euch niemand reporten kann. Dann könnt ihr da Scheiße bauen, so viel wollt. Dann könnt ihr noch Vehicle-Optionen nehmen. Könnt ihr da einen Haufen Sachen einstellen. Also sind wirklich geil. Ich würde aber bei ich glaub Rainbow Car aufpassen. Wenn ihr Epilepsie habt, aktiviert Rainbow Car auf keinen Fall. Weil ja. Dann Objektspawner. Ihr könnt auch alle Objekte spawnen, was ihr halt wollt. World Optionen. Könnt ihr die Time verändern. Seht zu sehen. Könnt ihr die Time auch freezen. Dann könnt ihr die Timer zurücksetzen, wie ihr wollt. Ihr könnt Sun, Coldy, alles machen. So, Protections. Könnt ihr halt, glaubst, keine Ahnung, für was das alles ist. Müsst ihr alles selber ausprobieren. Ich habe das selber nicht genau noch geschaut, was das alles kann. Auf jeden Fall sind da ein paar geile Sachen. Könnt ihr irgendwo Geschwindigkeit-Ding einschalten? Finde ich auch relativ nice. Also, kennst du wirklich, ihr könnt auch, Weapon-Optionen schauen wir uns noch an. Und dann, wie sagen, probiert es euch das gleich selber einfach aus. Mit der Weapon-Optionen könnt ihr einmal Infinity Ammo geben, ist ganz okay. Give all Weapons Mark 2. Dann könnt ihr euch einmal einen Aimbot holen. Ich glaube, der schießt dann automatisch, wenn ihr irgendwie in einem Ziel habt. Wenn ihr jetzt irgendwo umgeht, Aimbot halt. Ist geil, wenn ihr halt gegen irgendwen fightet, könnt ihr richtig fett abfacken. So, dann Weapon-Optionen, was gibt's noch? Also, Money-Gun gibt's, könnt ihr auf jeden Fall Geldsäcke schießen. Am besten nehmt ihr dafür die Minigun und dann könnt ihr da fett Money holen. Ja, das war's dann eigentlich schon mit den Sachen. Ihr könnt natürlich viel mehr machen damit. Probiert es einfach selber aus, würde ich sagen, was da alles erkennt. Und ja, ich glaube, da ist irgendwo da Dingblocker, dass euch niemand durchbohren kann. Und ihr seht, egal wohin ich aim, er schießt auf den nächsten, den man töten kann. Seht ihr, dieser Aimbot ist halt echt fresh. Und ja, ich würde sagen, die Links sind in der Videobeschreibung. Ja, und dann gönnt euch das Mod-Menü.